gonna take on the world. Lassen Sie es einfach. Nein, 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 Sie haben sich nicht verlesen. Karlsruhe hat gegen Angela Merkel entschieden und für die AfD. Jetzt werden Sie fragen, ist da der Rechtsstaat plötzlich zurückgekehrt nach Karlsruhe? Ist dieses Verfassungsgericht plötzlich wieder für den Schutz der Verfassung gegen die Regierung da und nicht umgekehrt, also für den Schutz der Regierung vor dem Grundgesetz? Ja, gerne würde ich Ihnen so eine gute Nachricht überbringen, aber leider ist es nicht ganz so. Aber erstmal, was ist Sache? In Thüringen gab es eine Wahl im Landtag. Der demokratisch gewählte Landtag hat völlig demokratisch Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Dank der Stimmen der AfD, die aber keine Koalition, auch keine Vereinbarung mit FDP und CDU hatte. Das war der Worst Case, das Horrorszenario für Angela Merkel und die Kulturkrieger, die Deutschland umbauen wollen, rot, grün, lila, die eine große Transformation wollen. Jetzt werden Sie sagen, ist das wieder eine Verschwörungstheorie von dem Reitschuster? Nein, lesen Sie den Koalitionsvertrag der Ampel. Da ist ganz offen von Transformation die Rede. Also man will Deutschland umbauen gegen traditionelle Werte, ob das jetzt die Familie ist oder vieles andere. Und warum war da Thüringen so gefährlich? Weil vorher, dank der totalen Ausgrenzung der AfD, es immer eine Garantie gab, dass entweder die SPD oder die Linke oder die Grünen mit an der Macht sind, weil durch die AfD konnte es keine Mehrheit abseits von links-grün geben, weil die AfD eben ausgegrenzt wäre. Die Bürgerlichen hätten die Stimmen der AfD gebraucht und insofern ist diese Ausgrenzung der AfD die Machtgarantie für Rot-Grün-Lila. Und das war in Gefahr durch Thüringen. Wenn dieses Beispiel Schule gemacht hätte, dann wäre dieses ganze Transformationsprojekt der Umbau Deutschlands, der wäre dann zumindest ein klein wenig in Gefahr gewesen, weil dann hätte es auch Mehrheiten ohne die Kulturkrieger gegeben. Und darum hat sich Angela Merkel im fernen Südafrika bei einer Pressekonferenz, wo es eigentlich um Außenpolitik und Südafrika hätte gehen sollen, hingestellt, hat gesagt, das muss rückgängig gemacht werden und das sei unverzeihlich. Stellen Sie sich das einmal vor. Eine Regierungschefin sagt über demokratisch völlig einwandfreie Wahlen in ihrem Land seien unverzeihlich und müssen rückgängig gemacht werden. Das gibt es eigentlich nur in autokratischen Staaten. Und der Erfolg war da. Es gab eine Hetzjagd auf den FDP-Mann Kemmerich, die kaum vorstellbar ist. Der musste selbst Angst um seine Familie haben. Die Familie musste unter Polizeischuss, das Haus musste unter Polizeischuss, die Kulturkrieger, die schossen aus allen Röhren auf Kemmerich und ich kann es verstehen, er beugte sich diesem Druck, man will ja auch ein normales Leben und trat zurück. Die Gefahr für Rot-Rot-Grün, für die Kulturkrieger war damit abgewandt und man hatte das Ziel erreicht. Angela Merkel konnte aufatmen und dass da heute das Bundesverfassungsgericht gegen sie entscheidet, das tut ihr überhaupt nicht weh. Es ist wie bei einem Fußballspiel, wo man dank einer völlig falschen Schiedsrichterentscheidung, als sich der Schiedsrichter einmischt, gewinnt und danach, zwei Jahre später, sagt das Gericht, naja, die Entscheidung war eigentlich falsch, aber naja, so what, es bleibt ja alles beim Alten. Darum ist mein böser Verdacht, dass es hier nicht in Karlsruhe eine Rückkehr zum Rechtsstaat gibt. Sie wissen ja, Angela Merkel hat dort ihren getreuen Freund Habert, CDU-Politiker, Fraktionsvize der Union im Bundestag, als Präsident durchgedrückt. Wehe, das hätten die Polen gemacht, da würde man schreien, um Gottes Willen, Demokratieverletzung. Der Verfassungsgerichtspräsident wird vom Regierungschef durchgedrückt. Seitdem ist Karlsruhe stramm auf Linie bei allen wichtigen Entscheidungen, wo es weh tut. Und hier tut es überhaupt nicht weh. Reine Symbolik, Angela Merkel kann schön lachen. Und dann macht man hier doch mal wieder etwas, was im Sinne der Verfassung ist. Leider, leider, leider glaube ich nicht an eine Kehrtwende. Ich
glaube, dass das eine Alibi-Entscheidung ist, ein Feigenblatt. Ja, leider hätte ich Ihnen gerne was Positiveres vermeldet. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, unterstützen Sie, wir kriegen keine GEZ-Gebühren. Bleiben Sie dabei, schauen Sie auch auf meine Seite. Vielen Dank, alles Gute. Schauen Sie auch noch das Backstage an. Danke, ciao. Ja, und im Backstage heute eine Geschichte von einem Freund von mir, der gerade geflogen ist mit EasyJet. Und er sagte, dass der Flugbegleiter schon sagte, mit den Masken, wenn jemand da glaube, lange zu essen oder lange zu trinken, um die Maske nicht aufzuziehen, das gehe bei ihm nicht durch. Ich meine, wo sind wir denn? Sind wir im Gefängnis? Ich bin jetzt viel geflogen. Außer der Lufthansa musste ich nirgends, außer den deutschen Fluggesellschaften musste ich nirgends eine Maske aufsetzen. Und dann treten hier Flugbegleiter, deutsche Flugbegleiter hin mit solchen Aussagen. Da dreht sich bei mir alles, muss ich ganz klar sagen. Dieser Kadavergehorsam, dieser Hang zum Autoritären, der macht mir große Angst. Was mir große Hoffnung macht, dass eben doch viele Deutsche das ablehnen, sehe ich ja an meinen Abonnenten, an den Unterstützern. Und ich hoffe doch, dass dieser Hang zum Autoritären, dass der doch von denjenigen, die da dagegen sind wie wir, das glaube ich, das kann man so sagen, dass der doch noch einmal zurückgedrängt wird. Und es ist etwas trostlos. Ich habe in letzter Zeit auch etwas weniger Videos gemacht. Ich mache jetzt wieder mehr. Aber es ist einfach eine unschöne Situation, ob man jetzt in die Ukraine schaut, ob man das anschaut in Deutschland, wie das weitergeht mit den Masken, was die Ampel macht. Also es macht einem alles keinen richtigen Mut. Aber dennoch, ich bin hoffnungsfroh, dass im Ende der Irrsinn doch verliert und wir wieder zurückkommen zu einer normalen, zu einer vernünftigen Politik, statt zu diesem Kulturkrieg, wo man von oben die Menschen umerziehen will. In diesem Sinne, wir lassen uns nicht umerziehen. Alles Gute, danke, ciao. We gonna take on the world.